Herzlich willkommen zur nächsten Folge von The White Chamber. Und wir sind direkt weiter im Spiel. Ja, wir sind immer noch dieser... Ding. Aber auf dem Sound... Auf den Hintergrundsound kann man schon mal achten. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, für ein Gratis-Spiel muss man das wirklich sagen. Das ist wirklich gut. Ich meine, schaut euch mal zum Beispiel andere Free-to-Play Fan-Adventure... Obwohl, das ist gleich kein Fan-Adventure. Das ist eine Original-Story in diesem Fall. Nichts irgendwas zu Manic Menschen oder so. An. Das sieht auch so ein bisschen aus wie: Ich habe was in Windows 10 gebastelt. Und ein bisschen was eingesprochen. Wenn überhaupt. Wundert euch nicht, dass die Texte ein bisschen falsch sind und schlecht zu lesen. Das ist noch Anfang. Das wird noch gepatcht. Irgendwann im Jahr 2012. Naja, und. Gut, also weiter im Text. Wir haben einen Schalter. Sagt uns Schalter. This should control the table. It's the table. Oh. Hat sie eigentlich einen Namen? Das weiß man ja auch noch gar nicht, ne? Achso, das ist ja auch der Witz an der ganzen Story. Man weiß ja nicht. Man ist ja quasi Insomnia-mäßig aufgewacht. Nein, nicht Insomnia. Wie heißt nochmal die Krankheit, wo man nicht weiß, wie man ist, wo man was vergisst? Verdammt, da gab's auch einen Film drüber. Wie hieß der Typ? Amnesie, genau. Nennen wir sie Flubella. Aber erstmal benutzen wir den Tisch. Videobildschirm, der aussieht, als wäre er auch direkt aus Alien geklaut. It's a console for viewing video discs. Video-CDs, naja, gut, sehen wir es mal so. Es ist kein. Wir müssen keinen Magnetbänder suchen oder sowas. Video-CDs sind dazu noch einfacher. Oder zumindest leichter stabiler und leichter zu transportieren. Schrank 1 oder 2? Nehmen Sie Tor 2 oder Tor 3. Wählen Sie jetzt sofort. Hier ist jetzt hier der Zonk. It's just a cupboard. Ist es ein Schrank? Nein. Ein Schrank in einem sehr komischen, schrägen Winkel. Aber das ist der Design des Spiels. Sagen wir uns mal, was Schrank mit dem Schrank zu sagen. Oh, shit. That's someone's arm. What the hell is going on here? Ja. Besser ab dran als ab, am ab, ne? Vielleicht ist der Schrank auch lebendig geworden, hat ihn den Arm abgeschnitten. Der Killerschrank. Na ja, gut, der auch mit dem Kühlerkühlschrank und dem Killerfahrstuhl verwandt ist. Aber anscheinend liegt der schon etwas länger hier. Zumindest vor der Färbung. It's a severed arm. What happened to the rest of the body? Wobei, ich glaube, sauber abgeschnittene Arme kann man, glaube ich, noch wieder implantieren. Abgerissen ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Fragen wir Dr. Brinkmann. Dr. Brinkmann, was haben Sie dazu zu sagen? Gar nichts, denn Sie sind tot. Genau. Das passt zu Halloween. Okay. Ah, wir haben das Inventar. Mal schauen, was haben Sie noch dazu zu sagen? A human arm. Na, ist ja von Meerschwein nicht, von Meerschwein ist sieht man ja. Was haben wir hier noch? An einem. It's a standard pre-recorded video disc. Microcosm disc, eh? That's quality for you. Microcosm CD. Wie was hast du denn gesagt? Microcosm CD. Da, Qualität für den Mann. Bestimmt beim Mediamarkt. Nein, Quatsch, nicht Mediamarkt. Passend. Es ist ja ein Science-Fiction-Spiel. Auf Saturn. Okay, was hat der andere Schrank uns zu zeigen? Mhm, gut. Das ist anscheinend... Anscheinend sind wir jetzt in Burger King Vorratslager gelandet. This food stinks. It's all gone moldy. It's a sealed lunchbox. Are those grapes inside? Mmm, frische Trauben. Wer kennt den Film? Oh, frische Trauben. Oh, frische Trauben. Snack. Ach ja. Einer der Filme, der noch teilweise scheiße fand. Ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Na gut, ist aber auch schon 20 Jahre her, gefüllte. Okay, wir haben verschimmeltes Brot. Wir haben verschimmelte Trauben. Wir haben verschimmelte Müll. Use junk food wrappers. They're covered in dirt. Lecker.
Anderswo würde das als moderne Kunst gelten. Was steht da? Dr. Salt? Nein, Quatsch, da steht doch nicht Dr. Salt. Eher Dr. Soda, das würde auch mehr passen. If I understand correctly, it's a fizzy drink. Hm. A strong metal box. It looks sealed. Nehmen wir mal alles mit, was man haben kann. Denn oberste Regel in ein Point-and-Click-Spiel, alles mitnehmen, was geht. Auch, was man eigentlich nicht in die Tasche stecken würde. I'm not touching that. Who knows what I might catch? Aber die Trauben könnten auch gut sein. Vielleicht sind die vergoren. Da ist auch noch Schnaps draus geworden. No thanks. I doubt I'd ever be quite that hungry. I don't need to carry garbage around with me. Ja, da könnte man jetzt einen Gag bringen über andere Point-and-Click-Adventures, wo man da meistens rumträgt, was sich dann am Ende als Müll eigentlich nur als Müll herausstellt. Oder also man praktisch gesehen eh den Müll mitschleppt. Ich höre einen Herzschlag. Ist das im Spiel? Ja. Krustig. Was ist denn so ein typischer Putzfrauenname? Den könnten wir jetzt rufen. Und wer will denn eigentlich hier schlafen? Ich meine, hier, das sind anscheinend die Schlafplätze. Hier und drum ist alles mit Glas, mit Weltraum. Und da oben ist irgendetwas. Da ist deine Dusche. Eine Dusche? It's not responding. This controls the shower and toilet compartment. Ich meine, wer will denn hier bitte schlafen? Da wachst du dann auf und dann siehst du hier oben dieses Glas und wenn du dann in einen, sagen wir mal, erregten Zustand bist, dann denkst du dann die ganze Zeit, oh, bricht es, oh, bitte nicht brechen, bitte nicht brechen, bitte nicht brechen. Ah, wir werden rausgesaugt. Ah, ich spüre schon. Ich spüre schon, wie die Luft den Raum verlässt. Nach dem Motto. Oder nicht drauftreten, nicht drauftreten. Naja, hoffentlich haben die in Zukunft zumindest Hyperschlaf erfunden, dann bekommt man das zumindest nicht mit. So that's me. Not bad, considering. Kann man hier sonst noch was auswählen? Decke. Hallo Decke. Aber nehmen wir erstmal den Spiegel mit. You don't say. Ja. Hm. Hey. Naja gut, sie konnte in den Spiegel schauen. Sie kam aus einem Sack raus und konnte in den Spiegel schauen. Also sie ist zumindest kein Space-Vampir. A warm-looking blanket. Was hat die Decke uns zu erzählen? Ja, sonst noch irgendwas? Oh, ich hasse das in solchen Spielen mit... Das im Spiel mit aus der Entfernung, wo man so pixelgenau so Dinge absuchen muss, um irgendwas zu finden. Und dann heißt es, ja, da war ganz rechts so ein kleines Witzelchen Stoff, das hättest du rausziehen müssen, um dieses Rätsel lösen zu müssen. Jetzt bist du ganz umsonst 3 Stunden rumgelaufen. Ah! Mal sehen, was haben wir denn alles jetzt? It's a reddish can of fizzy drink. A comfortable blanket. Sehen, was hat diese Tür vor uns zu verbergen? Wollen wir es wagen? Wagen wir es doch einfach. Weil sonst geht das Spiel nicht weiter. Okay. Okay. Der Coder hat falsch. Der Coder hat Mist gebaut. Wir sind im falschen Spiel. Hat das falsche Grafik-Hack eingebaut, oder? Die Tür ist noch da, oder? Ja. Wald, Meer. Meer, Wald. Und ein Hintergrund, der sich bewegt. Hm, nett animiert.
Oder bilde ich mir erst ein, dass sich das bewegt? Mal sehen, ob das noch da ist, wenn wir durch die Tür rausgehen und wieder rein. Space? What the hell? Where did the beach go? What the hell? Where did the beach go? Okay. Anscheinend war das wohl ein ich kann mir immer nur vorstellen, dass das ein Holodeck war, aber warum baut man eine Tür direkt hier ein, die in den Weltraum führt? Vor allem, wenn man nachts aufs Klo geht, was passiert dann? Dann so, ich muss mal hier hin und dann wusch, weg. Obwohl, ich glaube, das ist die kleinste Sorge der Leute hier. Es wird nicht besser und auch nicht hygienischer. Nein, nein, nein. A selection of bloody and rusted lab instruments. They've rusted to the surface. I doubt they'd be of much use in that state anyway. Mit Zilliding wäre das nicht passiert. Sehen Sie, nur zwei Spritzer und schon geht dieses verrostete Hackebeilchen wieder locker von der verrosteten Tischplatte ab. So wie dieses Hackebeilchen. Someone has jammed an axe in the lift control panel. Alter, da ist der Fahrstuhl des Todes. Jemand hat ihn umgebracht. I wonder where this leads. The case of the dead elevator. This looks like antique equipment. It's for playing videotapes. Yeah, videotapes. Ich habe auch übrigens noch einen Videorekorder. Der benutze ich zwar fast nie, aber naja. Kann man zumindest noch ein paar Filme reinschmeißen, die es nicht auf DVD gibt. Wenn man welche findet. It's a speaker. I remember having speakers like this when I was a kid. Ja, Frage, aber wann warst du ein Kind? Auch die Frage, sind wir überhaupt ein Mensch? It's a speaker. I remember having. Ja, natürlich dasselbe nochmal. This looks like an old projector system. I think it's connected to that old video player. Und den Projektor. This looks like an old projector system. I think it's connected to that old video player. Was haben wir dort? Sieht eher wie Scanner, sieht aber aus wie ein Mikroskop. I recognize this. It's a 7777 Zentradi Series Proto Analyzer. Zentradi, ob das eine Anspielung auf Makros sein soll? Da hießen die Aliens doch Zentradi, oder? Ich meine, so war's. The seal on the door has been welded shut. I wonder why. I'm going to need something really powerful to get through this door. Vielleicht müssen wir sie richtig böse machen. Roar! Bevor grün anläuft. Roar, ich reiß die Tür in zwei und die ganze Raumstation mit. Ist ja egal, ich bin ja der die unglaubliche She-Hulk. Okay, was haben wir jetzt im Inventar? Eine Axt, eine Decke, ein Spiegel, ein bekanntes Soda-Getränk-Imitat, eine Stahlkiste, eine Video-CD. Ein Arm und eine ID-Karte, die nicht funktioniert. Und da ist ein Videobildschirm. Also was benutzen wir? Natürlich die Video. Das TD macht ja Sinn. Ja. Ja, ich habe ja das Spiel schon mal gespielt. Also muss ich sagen, ja, das sage ich schon mal vor. Ja, so kompliziert schwer sind die Rätsel nicht. This is Replacement Lab Technician Arthur Anderson making my first schedule report. I've been here a week and things haven't been as I expected. They keep me working in the upper lab doing routine sample analysis. It's a waste of my time, but they don't want me to go into the main lab chamber. I told Commander Artemis Trent that I hadn't traveled all this way to do monkey work, but he wasn't interested. The work wouldn't be so bad were it not for the tension on board. Everyone is keeping to themselves. No one wants to talk much.
They're quick to dismiss any talk about what happened to my predecessor, or what it is they're working on down there. One thing I'm sure of is that they really don't want me here. Only Professor Erickson is remotely hospitable towards me. But even she's evasive. At least she's kind to me, though. Something is definitely going on here. They're scared of something. I've heard them calling the main lab White Chamber. I don't know why, since I'm not allowed in there. Goodwin and Wiles hate going anywhere near it. I've seen Goodwin go in a couple of times when they've needed him, but always briefly and reluctantly. I'll keep investigating, but I don't want to push them too hard. The atmosphere around here is tense enough as it is. Okay. Gut. Wir können festhalten, in dieser Raumstation passieren, wie sagt man so schön, merkwürdige Sachen gehen hier um, beziehungsweise Experimente. Und der Doktor hatte eindeutig einen ziemlichen Eimerschädel gehabt. Das war jetzt, das ist jetzt nicht wichtig für die Story, aber. Und es gibt eine Haupt. Irgendeine Haupt. Ein Hauptlabor. Labor der White Chamber heißt. Anscheinend sind wir jetzt im Silent Hill Level gelandet. Der Boden hört sich auch noch so schön sandig an und matschig. Hallo, wie geht's denn so? Oh, habt ihr auch Jacobs Letter gesehen anscheinend? Ja. Kreatur, das passt. Ja. Hilfe! Ich denke mal, spielen wir das noch von der Kreatur wollen. Also, 3, 2, 1, gut durch. Doing to me. Was habe ich wieder für Sachen genommen? Ich sehe Dinge. Oh, jetzt müssen wir in den Spiel. Ja, ich sag dir ja, das Spiel wird noch ziemlich abgefuckt. Zwar nicht extrem abgefuckt, aller dieses komische Psycho-Spielchen, was mal vor ein paar Monaten rausgekommen ist, wo man durch den einen Gang geht und dann ist er grün und dann geht man durch den blauen Gang, dann ist er rot und dann muss man wieder zurückgehen und wieder nach vorne zu kommen. Ihr wisst, welches Spiel ich meine. Aber es wird schon sehr abgedreht, ja. Und alles dreht sich um diese White Chamber. White Chamber, das könnte auch ein Disco-Song sein. White Chamber, we all dancing in the White Chamber. Oh, was haben wir denn hier? A handwritten note. Weird. Most people use computers nowadays. Leute, die auf Papier schreiben, was seid ihr denn? Hipster oder was? Noch eine Video-CD. A pre-recorded video disc. Erstmal den Umschlag. It's a note I found. It says patience while you grill bacon rind. That's rather strange. I wonder what it means. Ja, selbst jemand, der Englisch kann, klingt das ziemlich. Bacon rind? Video-CD, also werden wir sie auch benutzen. Obwohl, na, nehmen wir lieber nochmal, schauen wir uns nochmal schnell diesen Fahrfeld an. A large fire extinguisher. Denn was ist das große A und O in einem Point-and-Click-Spiel? Alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Auch wenn es praktisch gesehen oder realistisch gesehen niemals in diese Tasche passen würde oder in diese Hose. Stellt euch mein hyperrealistisches Point-and-Click-Adventure vor. Am Ende müsste der Typ dann so einen halben
Haushaltsladen mit sich hier rumschleppen und so eine riesige Kiste. Oder besser gesagt, so einen riesigen. Obwohl bei Discworld hätte es funktioniert, aber in einem normalen Szenario nicht. So einen riesen Rucksack an Gegenständen sich rumtragen. It won't do any. Na, wo ist es? Ende? Nein, nein, wir benutzen noch schnell die. Wir holen noch schnell die Disk. Wo ist denn die Disk? Ach, das ist die Disk. Die grüne Disk war es, glaube ich, ne? Ja, CD2, passt. So, was hast du uns zu erzählen? Officer Richard Wilde is missing. Professor Erickson woke me up yesterday morning for a meeting in the living room to discuss what had happened. Dr. Goodwin said he was working late into the night. I went looking for Wilde when he realized his medical laser wasn't working. This place is small, so it wasn't long before he realized he wasn't anywhere to be found. He said he woke the commander, and the pair spent the night searching the station to no avail. Even the life pod is still docked. With no answers to this mystery, everyone is reaching breaking point. Even I'm starting to feel just as paranoid and tense as the rest of them. I think at this point it's becoming just a question of who'll snap under the pressure first. I strongly urge you to send a new team here. If these guys don't get away from this place, I fear things are only going to get worse. No one trusts anyone anymore. They're particularly suspicious of me, as I'm the new arrival. Even Sarah, I mean Professor Erickson, is growing more wary of talking to me. She's been spending more and more of her time down in the White Chamber. I know it's not scientific, but when I look in her eyes, she seems lost somehow. I had a drink with Dr. Goodwin. It's the first time he's really talked to me properly since I arrived. Though what he said made little sense. He's convinced Wilde was taken by the artifact they're studying down there. Apparently, Wilde wanted. Since my last report, I've overheard mention of the artifact several times. Their opinions on it seem mixed and conflicting. This all worries me. Again, I urge you, please send a relief crew as soon as possible. Okay. Ja, langsam aufbauende Paranoia. Das ist ja auch so ein schönes Leitmotiv, was man im Science-Fiction-Thriller-Genre, was auf kleinen Raumstationen stattfindet, ja, ganz beliebt ist. Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, wenn Leute aufeinander gefährdet sind und dann auch noch in einem Raum, in einem großen Raum umgeben, der nicht lebensfähig ist, man kann ja schlecht laufen, wegrennen nach dem Motto: Nein, ich will nicht mehr mit euch zusammen sein, ich gehe nach draußen. Aber da draußen ist Weltraum. Hey, egal, ich mag euch nicht mehr. Nach dem Motto. Naja. Und Leute, die von einem Artefakt Lamsan abhängig werden und dazu auch noch Paranoia. Das ist eine gute Mischung. Nein, eine gute Mischung, eine schlechte Mischung, eine sehr böse, eine schlechte Mischung, eine sehr, 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 sehr schlechte Mischung. Endet meistens blutig. Man sehen kann, Ereignis war es schon blutig. Ja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The White Chamber. Und nicht vergessen, immer aufpassen. Boah. Gott, bin ich gruselig. Ich bin so gruselig.